Hallo liebe Handballfreunde und herzlich willkommen in der Rheinverband Sporthalle Schwerin zum Spitzenspiel der MV-Liga SV Grün-Weiß. Schwerin 2 gegen SV Motorbad. Hier trifft heute der Dritte auf den Ersten. Und trotz alledem, dass hier Heimspiel für Schwerin herrscht, gehen wir davon alle aus, der Favorit kommt aus Bad. Und wir wollen gucken, wie sich die Grün-Weißen hier halten können gegen den Tabellenführer. Und auf geht's ins Spitzenspiel der MV-Liga. Ballbesitz im Motorbad. Mal gucken, wie sich die junge Mannschaft von Grün-Weiß hier schlägt gegen den Staffelfavoriten. Und das erste große Glück 1:0. Anja Schaldach. Und 7 Meter Entscheidung für Grün-Weiß. Schwerin, und das ist ein Fall für Anna Linke. Und er ist sicher im oberen rechten Eck 1:1. Thank you.
Ja, kein freier Wurf, da nimmt sie sich so. Da war keine Lücke, unvorbereitet und dementsprechend der Ball vorbeigesetzt. Und damit der Körperfinte 2:1. Durch Anna Fischer. Jetzt mal den Spielzug angezeigt. Ja, gestellt für den Shooter, aber das war nicht gut vorbereitet. Da war die Lücke nicht da. Und Theresa Meister findet sie dafür. 2:2. So, Spielzug jetzt angesagt auf Barther Seite, auch wenn das nicht angezeigt wurde. Das war eine einfache Körpertäuschung. Ja, hat sich die Schwerin aber jetzt durchgekämpft und jetzt zum zweiten Mal die Möglichkeit, hier in Führung zu gehen. Theresa Meister versucht da wieder die Lücke zu nehmen. Die war aber so nicht da. Wieder sucht sie da die Lücke. Zeitspiel jetzt angezeigt, weil auch kein Wurf da folgte. Und da ist die Lücke für Theresa Meissner. 3:2 für Grünwaldsparin. Der Franke dann lautstark. An der Seite, so wie man ihn kennt, auf der anderen Seite sieht es sehr, sehr ruhig aus. Und der Ball geht vorbei. Da wird gut gearbeitet in der Schweriner Abwehr. Wieder der Spielzug angezeigt. Quasi ein doppeltes Kreuz.
Nicht funktionieren, versuchen es jetzt nochmal neu mit dem Positionsangriff. Und da hätte der Pass natürlich nach außen kommen müssen, da war alles frei. Und das mangelt der Trainer an. Der Pass nach außen war quasi Pflicht. Der Wechsel da vom Halbspieler mit dem Außenspieler. Und dann machen sie die Lücke und da ist sie außen frei. Julia Harder. Das ist da beim Sturz scheinbar wehgetan, aber es geht weiter. Wenn der ist der schnelle Angriff vom Motorbad und da fehlt sie natürlich hinten. Und Laura Fischer mit dem Fuß am Ball, holt diesen Ball und hält die Führung für Grün-Weiß-Schwerin. Gibt es gelbe Karte gegen Anna Fischer und erneut den 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin. Und Anna Linke kommt wieder für diesen 7 Meter. Und auch der ist sicher drin. Zweiter 7 Meter, zweiter Treffer, zweites Tor von Anna Linke, 4:2. Also sehr, sehr viel Betrieb auf Erfahrung von Grün-Weiß-Schwerin. Wir haben Lücke bei Julia Harder gesucht, aber ich meine, das ist dazu, aber. Schwer zu haben, aber Unzufriedenheit auf der Seite von Motorbad. Es gibt die Auszeit.